sagen. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe die ersten Rentiere entdeckt. Nein, doch.
kleines Update. Wir haben ja heute Mittwoch, na, 8. September, glaube ich. Und gestern waren wir ja beim Knutschuh und heute sind wir dann weitergefahren. Über den, wie heißt das, Slatternswegen, bei mir ist es ja das Sandalenwegen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich an Schuhe gedacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir da, dann waren wir in Donbass, ne? Sorry. Also da waren wir heute mal im Kiwi einkaufen. Für eine Tüte voll Obst, Gemüse, Eier, Süßigkeiten haben wir 35 Euro gezahlt, umgerechnet. Und dann haben wir uns noch Softeis gekauft. Also haben wir insgesamt 40 Euro ausgegeben. Ich habe es jetzt mal probiert, Softeis. Ich werde kein Freund davon. War sehr lecker. Das war mir erstens so riesig. Also das Beste an dem Ding war außenrum die Schokoladenglasur. Den Rest hat dann der Micha gegessen. Ich habe dafür seine Waffel gegessen. Ja, jetzt sind wir dann übers Dovrefjell gefahren. Und da stehen wir jetzt auch im Wind. Und haben einen wunderschönen Schlafplatz an einem See gefunden. Naja, dann passiert heute nicht mehr viel. Wir werden dann noch Gassi gehen und kochen, die Reste von gestern. Und morgen dann, Herr Strobel, bitte die weitere Reiseplanung. Kommt aufs Wetter drauf an. Bei schönem Wetter werden wir hier wandern, gehen wir auf die Jagd nach Moschusochsen. Bei schlechtem Wetter fahren wir zur Atlantikstraße. Moschusochsen brauchen wir uns bloß ein paar doch nicht waschen. Kalauer! Okay, das ist immer ein Witz. Ich will das selber am besten drüber lachen, egal. Ja, genau. Den Rest schauen wir mal. Bisher hatten sie ja für heute eigentlich auch Regen gemeldet, aber bisher der Wind vertreibt er. Vertreibt den Wind und bisher ist es eigentlich ja sonnig, bis hin zu bewölkt, aber trocken. Kann man aber so festhalten. Naja, das ist schon eigentlich stürmisch. Also mich friert es draußen, wenn ich ehrlich bin. Es ist keine Drohnenzeit. Mm-mm. Naja, egal. Aber die Aussicht ist nicht so schlecht, oder? Also dann, bis morgen.